Guten Tag, mein Name ist Constanze Hasselmann, ich bin Narkoseärztin und möchte Ihnen gerne etwas über die Periduralanästhesie in der Geburtshilfe erzählen. In der Geburtshilfe ist die Periduralanästhesie eine effektive Methode zur Behandlung des Wehenschmerzes. Außerdem kann bei sekundär notwendigem Kaiserschnitt bei bereits liegendem Periduralkatheter die Periduralanästhesie als alleiniges Anästhesieverfahren verwendet werden. Wie funktioniert eine Anästhesie des periduralen Raumes? Hierbei werden die aus dem Rückenmark austretenden Nerven betäubt, sodass die Schmerzwahrnehmung ausgeschaltet wird. Nach gründlicher Desinfektion und örtlicher Betäubung der Haut im Bereich der Lendenwirbelsäule wird zwischen zwei Wirbelkörpern eine spezielle Nadel vorgeschoben, bis sie im sogenannten Periduralraum zu liegen kommt. Dann wird über diese Nadel ein feiner Kunststoffschlauch eingeführt, über den unsere Medikamente zur Behandlung des Wehenschmerzes appliziert werden können. Dieser Katheter wird bis zum Ende der Geburt belassen, wodurch eine kontinuierliche Zufuhr der Medikamente gewährleistet werden kann. Alle Maßnahmen für Ihre Periduralanästhesie planen wir sehr sorgfältig. Und Ihre Sicherheit ist für uns von allerhöchster Wichtigkeit, um Komplikationen zu vermeiden. Dennoch kann es in seltenen Fällen bei der Anlage der Periduralanästhesie zu folgenden Problemen kommen. Nach Informationen durch die Geburtshilfe wird ein Narkosearzt oder eine Narkoseärztin vorbeikommen, um mit Ihnen alle offenen Fragen zu klären und das Einverständnisformular zu unterzeichnen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die bevorstehende Geburt.